Hallo und herzlich willkommen zu Judge Gaming und einer weiteren Runde Doom. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich möchte natürlich mit euch zusammen dieses Let's Play vollenden. Und daher sitzen wir hier an dieser Stelle fort. Und schauen mal, wie viel noch kommt. Ich habe in der Zwischenzeit auch nicht versucht, irgendwie mich spoilern zu lassen. Also ich weiß nicht, wie das Spiel weitergeht oder was noch kommt oder was weiß ich, welche Endgegner noch kommen oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie lange es insgesamt noch geht, aber ich denke, es geht noch eine Weile. Weil Doom ist ja nicht zuletzt dafür bekannt, relativ schwierige Endgegner zu haben. Und wir hatten noch gar keinen, von daher müsste es noch eine Weile gehen. Aber das ist nur mein Gedanke. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich kann es also nicht mit Gewissheit sagen. Das Geräusch ist ganz schön übel. Ah, okay, das ist immer, wenn das Ding da aufgeht. Da muss ich wahrscheinlich auch rein. Ja, ich hoffe, euch ist es in der Zwischenzeit gut ergangen. Mir ist es gut ergangen. Ich konnte eine Weile nicht spielen, aus privaten Gründen. Möchte jetzt aber dieses Let's Play noch beenden. Munition. Naja, ab und zu geht es ja schon zur Neige. Aber eigentlich findet man immer genug. Ja, ich möchte dieses Let's Play auf jeden Fall noch beenden. Und dann aber vielleicht noch ein neues anfangen, wobei mir in Zukunft wahrscheinlich die Zeit dazu fehlen wird, euch da wirklich mit viel Content zu versorgen. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was ihr gerne noch als Let's Play sehen wollen würdet. Falls ja, schreibt doch einfach mal ein paar Sachen in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr nochmal so einen Shooter sehen wollt wie Doom oder vielleicht nochmal eher so ein Rollenspiel oder vielleicht was komplett anderes. Also ich bin dafür alle Vorschläge offen, solange das Spiel irgendwie ein bisschen interessant ist und Spaß macht. Ich hatte überlegt, eventuell mal ein Gruselspiel zu spielen. Einfach unter der Prämisse, weil ich mich bei solchen Spielen immer sehr grusel und das wahrscheinlich schön ist anzuschauen für euch, wie sich da so ein kleiner Schisser durch so ein Level quält. Das einzig gute Gruselspiel, was mir aber einfällt, habe ich schon gespielt, beziehungsweise habe ich schon in einem Let's Play auch bis zu Ende gesehen, das wäre Outlast. Wenn ihr ähnliche Titel kennt und die gerne sehen wollen würdet, dann, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare mal was rein. Ich gucke mir die Spiele dann so ein bisschen an. Also so grundlegend, worum es darin geht und ob das so jugendfrei ist, dass wir es für YouTube machen dürfen. Und dann können wir das gerne auch gemeinsam spielen. Aber nun wieder hier zur Sache. Wir befinden uns in unserem Doom Let's Play. Kann ich doch drücken? Ach ne, hier war was zum Drücken. Ich denke ja, dass ich da bestimmt... Ah, das sieht doch sehr nach Geheimnis aus. Wir machen es mal an. Und lassen uns erstmal hoch wehen. Ach so, oder man sollte es vielleicht erst ausmachen und dann unten gucken. Ja, jetzt habe ich natürlich... Okay. Ein Grund mehr für euch, auf jeden Fall nochmal meinen Collectible Guide zu empfehlen. Ich glaube, ich komme da jetzt nicht nochmal runter. Da steht Danger, da sollte ich vielleicht nicht runtergehen. Ja, im Collectible Guide werde ich genau solche Sachen dann eben überprüfen. Und da finde ich auch alle versteckten Geheimnisse. Ah, jetzt würde ich nochmal runterkommen. Na, egal. Wir verzichten jetzt drauf. Danger, da würde ich auf jeden Fall im Collectible Guide auch mal runterspringen. Aber wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Ja, im Collectible Guide habe ich ja schon ein paar Mal auch in den anderen Videos erzählt, kontrolliere ich halt jede Ecke und gucke mir alles an und da würde ich das dann jetzt nochmal auf jeden Fall nachvollziehen. Hier ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Wir wollen ja primär die Story verfolgen. Daher gehe ich jetzt einfach weiter. Ein großer. Sauer. Oh, na toll. Hm.
Das hätte ich nicht machen sollen, jetzt habe ich keine Munition mehr für die Gatling Gun. Wo ist denn der Große hin? Warum gibt es hier so viele Räume? Ja, sowas hatten wir noch nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber relativ unspektakulär. Achso, ja, genau. Ich finde ja jetzt auch immer Rüstung, wenn ich Glory Kills mache. Dann muss ich das mal ein bisschen öfter machen. Codex-Eintrag freigeschaltet. BFG. Ist die hier irgendwo? Wieso finde ich denn einen Codex-Eintrag zur BFG, bevor ich die BFG finde? Hallo? Ach, es ist nicht schön. Station gesperrt. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ach, da drin ist die BFG, okay. Komme ich da auch irgendwie rein? Retina-Scan fehlgeschlagen, Zugang verweigert, gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Eine gelbe Karte, na mal sehen. Ich habe noch eine übersehen. Jetzt natürlich keine Munition verschwinden. Da sammle ich lieber ein bisschen Rüstung, indem ich jetzt hier die ganzen Glory Kills mache. Gab es was zum Drücken? Nee. Nochmal BFG. Testfeuer. Okay. Im KFF wurden bereits einige. Das ist die Frage. Ah, guck mal, gelber Typ. Ich wollte gerade sagen, wo kriegen wir die gelbe Karte her? Oh, der hat's. Oh nein! Einen Leichenkörper erhalten. Sehr schön. Hätt's nicht eine gelbe Karte auch getan? Nein, wir schleppen sein Auge hierher. Oh Mann. Ja. Zutritt gestattet. Hallo, Dr. Peters. Hallo, Dr. Peters. Das ist wieder typisch unser Marine, ja. Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Man hätte natürlich auch einfach das Auge. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Aktiviere Lasersicherheitssystem. Oh. Instinktiv das Richtige gemacht. Sie machen es uns also schwer, die BFG zu erhalten. Okay. Ja, was ich sagen wollte, der Marine hätte natürlich den Körper mit dem Auge auch einfach daran halten können, aber nein, er drückt ihn natürlich in diesen Retina-Scanner. So wie sich das gehört. Okay, ich soll scheinbar da reinhopsen und dann irgendwo anders hinhopsen, oder was? Hm. Also wenn ich runterfalle, bin ich tot. Das Lesen jetzt hier haut auch nicht ab. Aber ich komme doch hier nirgendwo ran. Wow! Okay, I see. Hilft vielleicht nicht mit so einer großen Waffe. Okay.
Und so erhalten sie die BFG. Voilà. Jetzt geht's da bestimmt demnächst zum ersten Boss, könnte ich mir vorstellen. Ja, also BFG für alle Doom-Neulinge ist so ziemlich das krasseste, was es an Waffen in Doom-Universum gibt. Gibt halt extrem hohe Plasma-Schüsse ab mit unheimlich viel Autschen. Leider findet man dafür immer sehr, sehr wenig Munition, deswegen möchte ich ungern jetzt hier einfach das testen. Also ich werde mich... Okay, ich werde es trotzdem testen. Eieiei. Das war wahrscheinlich zum Testen gedacht. Coole Sache. Riesenraum. Ja, da verfolgt mich doch bestimmt jetzt hier gleich irgendwas. Ich das schon sehe hier. Au! Sind echt krass. Die machen auch böse. Böse Autschen. Abregelung abgeschlossen. Schaffen wir uns mal kurz einen Überblick hier. Was zur Hölle? Das ist eine Sphäre, glaube ich. Aber keine Ahnung, was für eine. Da hinten ist eine Sphäre. Eine Mehr-Damage-Sphäre. So, das kann ich wahrscheinlich nicht betätigen. Okay. Dann schauen wir mal. Mann, geht ganz schnell. Man sollte sich die Sphäre wirklich immer aufheben, bis die ersten paar Gegner vorbei sind. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich hier durchhupse? Hilfe! Aha. Oh!
Wow! Alter! Boah! Eieiei! Alter Schwede, der war in mir drin! Eieiei! Okay, also Sphäre aufheben. Und diese grünen Dinger vielleicht vorher einsammeln, was auch immer das sind. Verteile. Okay. Nicht bewusst genommen, aber okay, nehmen wir natürlich mit. Immunpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. So, jetzt wollte ich noch testen. Was sind das für grüne Teilchen hier? Wo waren die denn? Hab ich doch vorhin gesehen. Da hinten. Sind das diese Riesen-Medipacks? Das ist einfach eine Rüstung oder was? Keine Ahnung. Okay, auf ein neues. Eigentlich will ich immer an den Kleinen nicht so unbedingt die Munition verschwenden, aber ich muss die ja trotzdem erledigen und will nicht immer die Waffe wechseln dazwischen. Bam! Au! Au! Ach, nicht schon wieder. Aua. Keine Ahnung, was dieses Ding macht. Oh. Oh, weg von den Hosen. Mega-Auge. Haben die Auge schon immer so viel durchgehalten? Okay, ich muss jetzt mal die Schildtypen machen. Die anderen sind groß und langsam. Autsch. Keine Ahnung, ob das weniger Schaden macht, wenn ich die Raketen in diesen Dreifachschuss schieße. Ja, jetzt habe ich natürlich die Sphäre wieder nicht mitgenommen. Ich Idiot! Ach Gott.
Slash. Wollte ich mir die Sphäre aufheben? Dann habe ich sie nicht mitgenommen. Ich bin aber auch ein Idiot. Achtung, Lazarus Wartungsaufzug trifft ein. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Junge, Junge, Junge. So, was ich eigentlich mal probieren wollte. Ah. Nice. Ist an den Großen die Ketten sehen. Oh Mann. Ich habe mir nämlich überlegt, wie kriegt der diesen Großen damit platt. Aber okay, Bein ab und dann den Kopf. Ja, funktioniert. Okay, mal wieder wenige Glory Kills. Ah, gut. Das zweite Runenprüfung, Feldrun und so weiter, dann alles im Collectible Guide. Dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt eine gute Zeit erreicht. Wir sehen uns im nächsten Video zum nächsten Teil. Bleibt weiter dran. Bis dahin. Ciao, ciao.